Dann fangen wir mal an mit den einzelnen Gefahrenzeichen. Und wir fangen mal mit diesem an, was es eigentlich so nicht mehr gibt, beziehungsweise so wird es nicht mehr aufgestellt. Das ist also ein sehr allgemein gehaltenes Gefahrzeichen, was über das Ausrufezeichen nicht definiert, um welche Gefahrenstelle es sich letztendlich da handelt. Deswegen werdet ihr das unter Umständen noch sehen, ja, aber es wird nicht mehr neu aufgestellt. Also es kann sein, dass es irgendwann mal vor Jahren aufgestellt wurde und es ist noch nicht abmontiert worden. Die Möglichkeit besteht, aber neu aufgestellt wird es nicht mehr. Man kann jedes Verkehrszeichen natürlich kombinieren mit Zusatzzeichen darunter. Für euch ist immer wichtig, dass ihr wirklich diese Kombinationen auch komplett lest, von oben nach unten. Und bei diesen beiden Schildern gibt es immer sehr viel Verwirrung für euren Theorietest. Kann man eigentlich sich ganz einfach merken, wenn wir uns das linke mal betrachten, wo ihr diese beiden Pfeile habt, 800 Meter. Das heißt, ihr habt jetzt hier eine Gefahrenstelle auf einer Länge von 800 Meter. Und auf der rechten Seite ist es so, dass die Gefahrenstelle in 100 Meter beginnt. Also die linke Seite gibt letztendlich die Länge der Gefahrenstelle an und die rechte Seite sagt euch, dass das Ganze in 100 Meter beginnt. So müsst ihr das in eurem Theorietest bitte ankreuzen. Dann haben wir hier ein weiteres Zusatzzeichen. Ich denke mal, das wird eher was für so ein Wintersportgebiet sein. Das heißt, ihr habt hier eine Straße, die nicht gestreut ist und ihr müsst damit rechnen, dass euch auch Skifahrer wirklich entgegenkommen. Dementsprechend passt euch an mit der Geschwindigkeit, rechnet damit, dass die Fahrbahn vielleicht zusätzlich noch verengt wird durch die Skifahrer und dass es natürlich sehr rutschig ist, weil nicht gestreut wird. Jetzt gibt es hier ein Schild zum Thema rechts vor links. Normalerweise haben wir ja keine Schilder beim Thema rechts vor links. Es gibt aber trotzdem eins, was natürlich die Vorfahrt nicht regelt. Es ist dann einfach nur halt in diesem Fall das Gefahrzeichen. Ihr habt unter Umständen eine Straße, die vielleicht eine Vorfahrtstraße war. Und jetzt hat man aber die Vorfahrt geändert und hat da rechts vor links gemacht. Und dann macht man ganz gerne dieses Schild hin, damit wirklich die Leute da ein bisschen aufmerksamer rangehen. Die haben da vielleicht 20 Jahre Vorfahrt gehabt. Nicht, dass es dann da wirklich zum Problem kommt. Es kommt zu Unfällen. Oder aber es ist eine Straße, wirklich, die man extrem schlecht einsehen kann, beobachten kann. Das sind so Unfallschwerpunkte. An diesen Kreuzungen, Einmündungen hat es dann in vielen Fällen auch schon mehrfach Unfälle gegeben. Also von daher müsst ihr da wirklich, wenn ihr das Schild habt, besonders aufpassen und dann vielleicht doch eher den ersten Gang wählen bei rechts vor links. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht mit Kurve. Haben wir nach links und nach rechts. Da kann man relativ viel eigentlich zu sagen zu diesem Thema Kurvenfahren. Sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon so im Abschnitt Überlandfahren bei euren Sonderfahrten. Wenn wir mal die Links- und die Rechtskurve uns anschauen, dann ist es immer so, dass Rechtskurven deutlich leichter zu fahren sind wie Linkskurven. Das Problem bei der Linkskurve, wenn wir uns das Bild anschauen auf der rechten Seite, der ist jetzt auch schon heftig im Gegenverkehr. Da, wo ich hingucke, da fahre ich hin. Also unsere Blickführung bestimmt auch sehr wesentlich unsere Lenkführung. Und da merkt man das gar nicht, dass man zu viel und viel zu früh einlenkt und schon fängt man an zu schneiden und kommt über die Linie. Wer da von euch ein Problem hat und das feststellt, der kann mal versuchen, den Blick so ein bisschen mehr an den rechten Fahrbahnrand zu nehmen, an die Linie. Das wird deutlich helfen, dass ihr da ein bisschen später einlenken könnt und fahrt dann mehr auf eurer Seite, dass ihr nicht schneidet. Wenn wir die Rechtskurve mal nehmen, ja, wir haben natürlich das Problem, dass wir auch den Radius gar nicht einsehen können durch die Bäume. Das heißt, ich weiß nicht, zieht die Kurve nochmal zu? Manchmal sind die Radien ja nicht gleich. Es ist immer sehr unangenehm, wenn Kurven nochmal zuziehen, den Radius verändern, der enger wird. Und ihr seht nicht, was kommt euch da im Gegenverkehr entgegen? Ist da vielleicht ein Bus, ein LKW, ein Motorrad mit Schräglage? Und deswegen Frage für euren Bogen: Solltet ihr die Kurve, die Rechtskurve, auch schon möglichst weit rechts anfahren? Denn wenn ihr jetzt auch noch zur Mitte rumturnt und der Gegenverkehr dann auch noch anfängt zu schneiden, dann wird es relativ schnell sehr, sehr eng. Also möglichst weit rechts die Rechtskurve anfahren, Geschwindigkeit, Gang anpassen vor der Kurve bitte. Es ist sehr unangenehm, wenn ihr in der Kurve plötzlich merkt, ihr seid zu schnell, ihr müsst bremsen, ihr müsst schalten, müsst da anfangen zu zaubern, eine Hand vom Lenkrad nehmen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Macht es bitte vorab, also vorausschauend fahren, das Ganze nach Möglichkeit. Mit Gegenverkehr rechnen, der die Kurve schneidet. Im Scheitelpunkt oder im Übergang auf die Gerade sanft beschleunigen. So müsst ihr das für euren Theorietest ankreuzen, im Übergang auf die Gerade. Langsam reinfahren in die Kurve, könnt ihr schnell wieder rausfahren. Ist der schnellere Weg und vor allen Dingen auch der sichere Weg. Eigentlich ist der Einlenkpunkt in die Kurve, das muss der langsamste Teil der Kurve sein. Nicht die Kupplung treten, bitte. Auch das passiert immer wieder bei dem einen oder anderen Fahrschüler, der möchte gerne langsamer werden, tritt aber die Kupplung rein. Habe ich keine Motorbremswirkung mehr. Also von daher, lasst die Kupplung bitte in Ruhe. Wenn ihr merkt, ihr seid zu schnell, nehmt den Fuß vom Gas oder tippt die Bremse kurz an, aber Kupplung reintreten, das wird euch nicht wirklich helfen. Bei der Linkskurve, also nicht die Kurve schneiden, da Blicktechnik, wer da Probleme hat, bisschen rechter Fahrbahnrand. Schwerer wie Rechtskurve.
Gefahr größer, wenn der Radius nicht einzusehen ist. Das habt ihr bei rechts wie links natürlich immer, wenn ihr den Radius nicht einsehen könnt. Dann aber nochmal, ja, vielleicht sogar die Steigerung davon, dass ihr eine Doppelkurve habt. Das ist ein bisschen blöd eigentlich, weil wenn ich das Schild sehe, würde ich jetzt erstmal meinen, bei dem linken, es geht erst nach rechts und dann wieder nach links. Das ist aber leider nicht so. Man gibt euch nur die erste Kurve an. Also in dem Fall nach rechts. Es kann natürlich sein, dass es nach links geht, kann aber auch sein, es geht ein Stück geradeaus, dann geht es nochmal nach rechts. Ja? Also ihr habt hier nur den Hinweis, Doppelkurve zunächst rechts und auf dem rechten Bild halt zunächst links. Und dann müsst ihr halt schauen, wie das Ganze weitergeht. Ja? Also auch da natürlich Geschwindigkeit und Gang vorab anpassen. Nicht so stark nach der ersten Kurve beschleunigen. Ja? Es kann sein, dass es dann relativ zügig dann wieder rechts oder links rumgeht. Und zweite Kurvenrichtung nicht über das Schild angegeben. So, dann haben wir das nächste oder die nächsten Schilder, die immer für viel Verwirrung sorgen im Theorietest. Was ist jetzt Steigung und was ist Gefälle? Also wer von euch da ein Problem mit hat, so wie ich schreibe oder wie ich lese, so schaut ihr einfach euch das Schild an und dann haben wir in diesem Fall bei dem linken Schild, es geht von oben nach unten, es ist also ein Gefälle und bei dem rechten Schild haben wir also eine 12%ige Steigung. Was im Einzelnen jetzt da wichtig ist, schauen wir uns natürlich jetzt auch mal ganz genau an. Und da verweise ich immer so ein bisschen auf das Fahrrad. Das Fahrrad hilft also in vielen Fällen, sich da was ableiten zu können. Wir nehmen erstmal bergab. Also bitte nicht auskuppeln, weil in dem Moment, wo ihr auskuppelt, habt ihr natürlich keine Motorbremswirkung mehr. Und wie ein Fahrrad werde ich natürlich dann immer schneller und immer schneller. Das heißt, ich muss alles mit der Betriebsbremse machen und nicht mehr mit der Motorbremse. Und wenn ihr sehr lange Bergabfahrt, wirklich da Serpentinenstrecken habt, dann kann das sein, dass die Bremse irgendwann überhitzt, der Bremsdruck nachlässt, im Extremfall sogar die Bremse komplett ausfällt. Nicht den Motor ausmachen, da habt ihr halt zwei Probleme, wenn ihr den Motor ausmacht, der Bremskraftverstärker arbeitet nicht mehr, weil der Hydraulikdruck zusammenfällt, das funktioniert also nur bei laufendem Motor und ihr habt natürlich auch keine Servolenkung mehr. Bremsweg wird länger, ja, weil die ganze Masse schiebt natürlich nach unten. Ihr müsst viel, viel mehr mit der Bremse arbeiten, wie das in der Steigung der Fall ist. Eventuell kleinerer Gang, Motorbremswirkung. Das kann natürlich sehr, sehr viel bringen, wenn es gerade sehr steil bergunter geht und ihr habt natürlich auch noch Kurven dabei. Und wenn ihr Automatik fahrt, dann könnt ihr unter Umständen dann eine gesperrte Fahrstufe, eine kleinere Fahrstufe nehmen, um auch mehr Motorbremswirkung zu erzeugen. Wenn das Ganze berghoch geht, rechtzeitig runterschalten. Ne? Also wenn man mit dem Fahrrad berghoch fahrt, wir nehmen das Beispiel ab 10 Gänge, dann fahrt er nicht im 10. hoch. Dann geht er auch in den kleineren Gang runter und beim Auto ist es natürlich auch nicht anders der Fall. Macht es rechtzeitig, weil sonst habt ihr da unter Umständen ein Problem, dass schon Gang und Geschwindigkeit nicht mehr zusammenpassen. Das Auto geht euch vielleicht aus. Bremswirkung der Steigung vor Kurven nutzen. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme, ja, dann wird das Auto langsamer. Prinzip Fahrrad, ich fahre den Berg hoch, höre auf zu treten, dann rollt er noch ein paar Meter, müsste absteigen. Also da muss ich mit der Bremse gar nicht so viel arbeiten, da kann ich mit der Steigung spielen, wenn ihr das rechtzeitig macht. So, nächstes Schild. Weist euch hin auf eine unebene Fahrbahn. In vielen Fällen ist das natürlich Bodenwellen. Das seht ihr oftmals in den 30er-Zonen, um halt den Verkehr wirklich nochmal langsam zu machen, dass man da nicht rasen kann. Oft in 30er-Zonen Geschwindigkeit herabsetzen, wenn er damit 30 drüber fahrt, wird es sehr unangenehm. Also ich sag mal, in vielen Fällen kann man das im zweiten Gang so mit 20 machen, dann ist man ganz gut dabei. Beschädigung von Fahrzeug und Ladung, wenn ihr zu schnell drüber fahrt. Und Schleudergefahr. Unter Umständen natürlich kann das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren und kann dann auch ins Schleudern kommen im Extremfall. Also von daher angepasste Geschwindigkeit, dann tut ihr eurem Fahrzeug auch nichts und eurer Ladung auch nichts. Hier haben wir eine Schleudergefahr und zwar bei Nässe oder Schmutz. Das heißt, die Fahrbahn ist mit dieser Kombination einfach ein bisschen überfordert, warum auch immer. Und dementsprechend müsst ihr euch natürlich dann darauf einstellen, keine ruckartigen Lenkbewegungen machen, nicht scharf bremsen oder beschleunigen. Fahrbahnbelag nicht mehr so griffig, wie er eigentlich sein sollte oder wie er halt früher mal gewesen ist. Also von daher auch wieder mit angepasster Geschwindigkeit euch der ganzen Sache nähern. Dann haben wir diesen Windsack, den habt ihr sicherlich überall auch schon mal gesehen auf dem Flugplatz. Seht ihr sehr häufig auf Brücken, gerade auch auf Autobahnbrücken. Also dann, wo ihr auch etwas höherer Geschwindigkeit auch zu tun habt. Und wenn euch da mal so eine Windböe wirklich packt und ihr seid nicht drauf eingestellt, weil ihr vielleicht auch zu schnell fahrt oder habt auch die Hände nicht richtig am Lenkrad, da kann das mal ganz schnell gehen, dass das Auto sich mal einen halben Meter oder einen Dreiviertel Meter nach rechts oder links versetzt und ihr seid plötzlich auf einem anderen Fahrstreifen. Wenn ihr das seht, dass ihr so Brücken habt oder Geländeeinschnitte habt und ihr seht auch schon, dass diese Windsäcke wirklich dann waagerecht stehen, dann passt euch wirklich an von der Geschwindigkeit und fahrt langsamer. Je schneller ihr fahrt und je größer eure Fläche ist, wo der Wind angreifen kann,
Bulli zum Beispiel oder habt einen Anhänger hinten dran, umso mehr werdet ihr das Ganze natürlich merken. Gucken wir uns da mal so eine kleine Videosequenz an, dass ihr mal seht, welche Kraft wirklich dahinter steckt, wenn der Wind auf so eine Fläche angreift, die auch mal ein bisschen größer ist. Weil der LKW fährt ja jetzt nicht so schnell, der fährt mit 80. Ja, also schon ganz beeindruckend zu sehen, was so eine Windböe da wirklich ausmachen kann und wie die halt mit so einem großen LKW dann halt spielt. Meist dann Autobahnbrücken oder Geländeeinschnitten, Geschwindigkeit rausnehmen, auf Gegenlenken einstellen, Überholen vermeiden. Je höher und leichter die Windangriffsfläche, desto empfindlicher reagiert das Fahrzeug. Manchmal sind bestimmte Brücken sogar gesperrt, da dürft ihr dann gar nicht rüberfahren. Nehmen wir das Beispiel, gehen wir nochmal einmal zurück, die Fehmarnsundbrücke. Das habt ihr vielleicht auch schon mal in den Nachrichten gehört. Da kommt das hin und wieder mal vor, dass ihr über diese Brücke gar nicht rüberfahren dürft, weil die dann gesperrt ist für bestimmte Fahrzeuge, für PKWs mit Anhänger oder für LKWs, wenn halt da entsprechende Windstärken herrschen. Ja, ihr habt ja jetzt eine Engstelle. Fahrbahn wird enger auf beiden Seiten. Das heißt für euch langsamer fahren, mal genau beobachten, was macht der Gegenverkehr, kommt da Gegenverkehr? Und eventuell euch auf ein Anhalten einstellen. Also rechtzeitig darauf reagieren, dass ihr Puffer habt, dass ihr da nicht irgendwie eine halbe Vollbremsung hinlegen müsst. Das Ganze sieht natürlich auch manchmal so aus, dass ihr eine einseitig verengte Fahrbahn habt. In dem Fall auf der rechten Seite. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung endet der rechte Fahrstreifen und dann haben wir natürlich Reißverschlussverfahren. Einer rechts, einer links, einer rechts, einer links. Oder aber die ganze Fahrbahn wird enger. Und zwar auf eurer Seite. Und dann hat natürlich der Gegenverkehr den Vorrang und ihr müsst stehen bleiben und warten, bis dann die Engstelle frei ist, damit ihr weiterfahren könnt. Baustelle, ein Schild, was relativ häufig und schnell mal auftauchen wird. Auch da gibt es eine Frage für euren Theorietest, wo ihr euch so ein paar Sachen noch ankreuzen müsst. Also ihr müsst einmal damit rechnen, dass natürlich die Fahrbahn dreckig ist, dass die uneben ist. Dass da Fräskanten manchmal sogar sind. Gerade wenn man mit dem Zweirad fährt, ist das sehr unangenehm, wenn man dagegen fährt. Ne? Auch mit dem Auto kann das sein, wenn man das zu schnell macht, es einen richtigen Schlag gibt. Baumaterial kann natürlich überall rumliegen auf der Fahrbahn. Bauarbeiter, die sind natürlich auch beschäftigt mit dem, was sie machen müssen. Die achten jetzt auch nicht immer wirklich auf den Verkehr. Veränderte Verkehrsführung, teilweise dann, dass ihr gelbe Linien habt, dass ihr rüber müsst in den Gegenverkehr zum Beispiel. Dass es sehr eng ist in der Baustelle. Baustellenampel kann auch sein. Auch da müsst ihr aufpassen bei einer Baustellenampel. Grün ist da so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da kann natürlich immer noch sein, dass euch da Baustellenfahrzeuge entgegenkommen, dass eventuell auch mal Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr kommen, PKWs, die aus irgendwelchen Grundstückseinfahrten kommen, die in der Baustelle liegen. Baumaschinen, Bagger, Schwenkkram, auch da kann es zusätzlich nochmal enger werden. Müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr vielleicht auch nochmal anhalten müsst. Also Baustelle müsst ihr viel beobachten. Das ist was eher für die Autobahn, für die Kraftfahrstraße, wo wirklich auch schneller gefahren wird, wo ihr dann mit dem Stau rechnen müsst. Also Staugefahr, das ist dann oftmals auch zu bestimmten Tageszeiten, wenn so Berufsverkehr ist. Geschwindigkeit solltet ihr dann schon mal so ein bisschen runternehmen, wenn ihr da also keine Geschwindigkeitsbeschränkung habt. Dann versucht mal eher so im Bereich Richtgeschwindigkeit zu fahren, dass ihr die Abstände zu den Vorderleuten mal so ein bisschen vergrößert. Und wie gesagt, meist auf Autobahnen. Und wenn es wirklich dann zum Stillstand kommt, dann denkt bitte dran, dass ihr da eine Rettungsgasse bilden müsst.